Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Jawohl, ja! Und zwar diesmal wieder Online-Season. Beziehungsweise Online-Saison. Und zwar habe ich ein bisschen an meiner Mannschaft rumgebastelt, wie man sieht. Ja, die ist jetzt... Nein, stopp, abbrechen, ich will dir erst noch zeigen. Also, im Vergleich, ich habe mir jetzt hier den... Erstmal die Aufstellung geändert zu 5-2-2-1. Damit kann ich bis jetzt richtig gut spielen. Weil die beiden hier, also der hier und der hier, die können richtig gut flanken. Also ihn hier habe ich neu jetzt als linken Flügel. Dann den hier habe ich auch neu statt dem Blaschikowski. Der hat mich nicht so überzeugt. Dann der Mandzukic, der ist auch rausgeflogen. Genau. Und eigentlich die komplette Verteidigung umgestellt. Und eigentlich spielt keiner mehr aus meinem alten Team. Außer halt der Soldado, der hat mich halt überzeugt. Aber sonst, komplette Umstellung. Hier die meisten aus meinem alten Team habe ich jetzt hier noch. Hier den Gabi zum Beispiel, mit dem spiele ich gar nicht mehr. Genau, Jose Enrique, die kennen wir alle noch. Aus meiner alten Mannschaft hier auch noch ein paar. Bin jetzt voll spanisch, außerdem Mandzukic, den könnte ich eigentlich auch mal ganz kurz meinen Verein durchsuchen. Habe ich noch einen Stürmer? Nee, dann bleibt er erstmal. Genau. Sonst alles gleich geblieben. Was heißt sonst alles gleich geblieben? Ist eigentlich komplett neue Mannschaft. Hab auch schon ein paar Spiele gemacht, das heißt, also ich komme sehr gut mit der zurecht. Und dann spielen wir doch einfach mal eine Runde. Suchen einen Gegner. Das müsste ja eigentlich schnell gehen am Anfang. Halleluja. Die Musik, muss ich mal sagen, auch ziemlich geil dieses Mal wieder. Genau. Defensive muss ich nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, warum bin ich denn der Defensive so schlecht. Moment, ganz kurz. Nein. Ach, fuck, jetzt kann ich da nicht umstellen. Warum bin ich in der Defensive so schwach? 79. Okay, also ich hatte eigentlich an mehr gedacht. Oh nein. Okay, der hat da vorne eine ziemliche Pace-Hure stehen. Eigentlich, hä, warum bin ich denn in der Verteidigung so schwach? Ganz kurz mal. Okay, es war irgendein Fehler. Ich habe ja nicht 79. Ach, mit Auswechselbank wahrscheinlich. Spiel dieser Saison, okay. Ist die Euphorie so groß. Und ein weiterer Erfolg in dieser Partie heute, dann wäre es ein großartiger Auftakt. Hä? What the? Alter, was ruckelt das denn gerade so? Da trudelt der Ball frei übers Spiel. Oh, da läuft er nicht, schade. Dass meiner wohl ein bisschen schneller wird, ich mal behaupten. Genau hingeschaut. Oh, das könnte gefährlich werden. Unnötiger Ballverlust. Soldado. Ha, fuck. Lukas. Kann er sich den Ball holen? Da war meiner schneller und Tor! Ja! Und erstmal, das habe ich jetzt auch gelernt. Richtig geiler Torjubel. Ja, da wieder die Soundlex. Ich weiß nicht, warum ich das Soundlex habe manchmal. Ich weiß nicht, ob es an der Aufnahme liegt oder. Pedro. Alter, was habe ich denn da für Lags manchmal? Das ist richtig scheiße. Okay, also der Gegner auf jeden Fall nicht so gut wie manche andere, die ich schon besiegt habe. Beziehungsweise, was heißt besiegt? Gegen die ich schon gespielt habe. Und. Genau. Laber nicht so viel Spiel. Was hat der denn da dran? Ha! Bockstarke Abwehr einfach nur. Da kommt nichts vorbei. Diesen Top. Bam, schon wieder abgefangen. Bam, schon wieder Ball geholt. Also die gefallen mir richtig gut, die Spieler. Da ist er, der Vorbereiter par excellence, der ideale Mitspieler für jeden Stürmer. Nein, 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 nicht mehr Verteidiger wegziehen. Genau deshalb, das habe ich gewusst, mein Freund. Bam, lauf! Ach, scheiße, das war optimistisch. Boah, mit dem Geruckel. Alter, was geht denn da? Pass mal auf. Bam! Der hat den, der hat den, der hat den, der hat den. Stark. Oh, hab ich den nicht gespielt, hä? Nein, bisschen zu weit. Nein, schießen. Nein. Komm, Ecke. Okay, ich muss sagen, meine großen Stärken in diesem FIFA sind Ecken. Da schieße ich sehr oft Tore. Einfach, weil ich den Piqué da hinten drin stehen habe. Der einfach, bam! Nein, schade. Okay, diesmal nicht.
aber der macht die Kopfbälle eigentlich oft rein. Echt krass, also. Ha! Jatsch! Fuck! Blindes Verständnis hier. Soldado. Nein! Okay, das hat er, damit hat er gerechnet, aber abgefangen. Nein, den habe ich. Nein. Okay. Ja, also ich finde dieses FIFA ist auch sehr viel leichter zu spielen. Ich hoffe übrigens, man hört den Controller nicht zu stark. Einfach weil der so rumtappt ein bisschen. Nein, da war ich zu langsam. Oh oh, oh oh, nicht verteidigen, rausziehen. Ganz schlecht. Fernando Torres. Puschol, der kämpft sich den Ball. Der Torwart, der guckt wieder zu. Geil. Nein, da kam man noch ran. Den hol ich mir, den hol ich mir, den hol ich mir. Nein! Aber den hol ich mir. Grandiose Attacke und das wird belohnt mit Ballbesitz. Soldado. Kacke. Komm schon. Ah! Hol ich dir. Fuck. Fuck. Da hab ich aufgerissen. Gut. Ja, ein bisschen Eingewöhnung brauche ich noch mit dem FIFA, denke ich. Was sagt der Schiedsrichter? Vorteil, sagt er. Macht er gut, macht er gut. Da holt er dir. Nein, hätte er sich fast durchgesetzt. Richtig geil. Also Soldado auch ein richtig mein geiler ist Spieler. Fahrlässig, an dieser Stelle den Ball zu verlieren. Bam, und was ein Pass. Schade. Schade, Leute. Na, wäre ich gleich gelaufen. Also hab auf jeden Fall schon gegen bessere gespielt. Sieht für mich auch wie ich, wie ein Anfänger aus. Zuerst wollte er den Vorteil was? Geben, aber dann kommt der Pfiff. Hä? Wo war denn das ein Foul? Oh Gott. Also ein ganz. Also ich finde es ja auch gut, dass das eingestellt ist. Das sind so. Dass es so kleinliche Schiedsrichter gibt. Ashley Cole. Finde ich, passt einfach zu FIFA. Soldado. Habe ich. Bam, und jetzt. Nein, spiel doch weiter. Antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich. Bam, was ein Pass. Und Lupfer. Bam, Junge. Und Lieblingsjubel. Bam. Huch. Okay, das ist für die, die nicht ganz so beweglich sind. Also kann man in Einstellungen gucken, wie beweglich die Spieler sind. Die machen halt nicht so einen Flickflack, sondern so einen Purzelbaum. Der arme Kerl, der Torwart. Tut mir leid. Aber das müssen wir uns wirklich nochmal intensivst anschauen. Wie er den da Scheiße. Sieht so einfach aus und ist so schwierig. So der Puyol, der rettet den. Der ist. Nein, nein. Und nicht aufreißen. Aufreißen ist scheiße. Aufreißen ist richtig. Boah, mein Tier von Torwart da. Ja, schmeiß mich doch um. Ach komm. Ah, hol ein Tier. Stark. Also, wie gesagt, meine Abwehr sind echt Tiere. Der Piqué, der Puyol, die gefallen mir richtig. Die halten einfach alles auf, was sich bewegt. Und, also, eigentlich haben sie einen scheiß Passwert, was ich aber nicht verstehe, weil sie eigentlich richtig geil sind. Nein, nein, hol dir doch. Und die Situation ist bereinigt. Soldado. Und lauf. Und lauf. Pedro. Nein, er hat es geahnt, er hat es geahnt. Okay, der war scheiße. Puyol, das kannst du besser. Nicht aufreißen, nicht aufreißen. Mitlaufen. Genau so. Fabregas. Und wozu habe ich dann rechts? Ach genau. Noch was. Und zwar habe ich einen Test gemacht. Ich habe mein... Oh, was ein Tor, Soldado. Bam. Was ein Gerät. Alter Schwinne. Alter Schwinne. Bam, was ein Teil. Aus der Drehung reingemacht. 13-0 zur Halbzeit. Ich würde sagen, es riecht nach einem Aufgeben. Das ist intelligent gemacht, ins untere Eck geschlitzt. Schade, da steht noch einer. Hab ich nicht gesehen. Ich dachte, ich bin jetzt richtig, richtig frech. Luft ging da so ein Kackteil durch. Da denkst du, du kommst da durch? Nee, ich bin meine Abwehr. Meinst du, du kommst da auch durch? Vergiss es. Du kommst da nicht durch. Ah, du kommst da nicht durch! Okay, mein Torwart hat den. Natürlich sicher. Ja, und dann pfeift er mir ab. Ja, danke.
okay. Ja, okay. Team Best 11. Naja. Sie haben die drei Punkte im Sack, aber wir hätten gerne ein bisschen mehr Spannung gehabt. Ja, ja, wie gesagt, vier Schüsse aufs Tor ja von vier Schüssen. Was ich seit langer Zeit drei Tore, ich würde sagen, meine Stürmer sind richtig Bombe. Also, jetzt wie gesagt, richtig awesome. Auch meine Abwehr, die lässt fast nichts zu. Oder ob sie es mit diesem Resultat gut sein lassen. Huch! Ah, Taste gespeichert, Mama! Ja, kämpf. Lol. Das war optimistisch. Das ist eine Aufgabe für den Torwart hier. Nee, nicht wirklich. Also, das war easy. Okay, jetzt kommt meine Pace rüber. Boah, der hat aber auch einen schnellen. Boah, was ein Schuss. Haben mich aber auch umgesetzt. Ja, und wir müssen da ein bisschen mit Spott reagieren, denn bisher ging ja gar nichts zusammen. Oh Gott, ah, scheiße. Fernando Torres. Nein. Ein Ball, zwei Spieler, der kriegt ihn. Nice. Ja, er hat sich den Ball wiedergeholt. Gut gemacht. Nice. Richtig geil. Das ist jetzt seine Chance. Und nicht sweaten, sondern selber machen. Oh, und geiler Jubel. Bam. Alter, das sieht einfach geil aus. Doppelte Schraube und Rückwärtsseite. Junge, Junge, das würde ich gerne echt können. Gar nichts. Das ist das Spiel des Torhüters. Unfassbar schlechte Leistung, ganz klar. Diese Führung kannst du fast schon als Spiel benutzen. Geil. Okay, wunderbar gemacht. Das Bällchen. Was auch so richtig geil ist, mit so einer hohen Chemie klappt jeder Pass einfach. Das ist übel. Da kannst du fast jeden Pass spielen. Oh, nice. Das passiert mit schlechter Chemie. Aber der hat auch eine 100er Chemie. Also an Chemie liegt's nicht. Nein! Oh, ich hasse Zielen beim Einlauf. Das ist das Schlimmste. Okay. Komm schon! Junge! Ah, den habe ich abgefangen mit meinem geilen Piqué. Soldado. Und Longshot! Ah, fuck! Ah! Kackiers! Abseits! Deutlich abseits! Na, also. Problem an Piqué und Puyol sind halt echt, die sind nicht die schnellsten. Boah, das war knapp. Uiuiui. Dann passe ich mal nach da. Schöner Pass. Nice. So, nice. Geile Flanke. Da hat der Gegner überhaupt kein Problem, diese Flanke zu entschärfen. Auch eine Stärke von meinem schwarzen Spieler. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Nein, von meinem IF-Spieler, den ich mir ziemlich billig geholt habe. Also ich hätte gedacht, dass der mehr kostet. Ich habe ihn mir, glaube ich, für 20.000? Ne, Quatsch, 20.000. 30.000 oder sowas. Ah, hätte ich den nach oben gespielt. Ja, den macht er wahrscheinlich nach da unten. Scheiße, da wollte ich gerade hinlaufen. Kacke. Scheiße, den will ich machen. Den will ich machen. Ich keine Chance, das zu lassen. Da bin ich wohl mitgelaufen, Kleiner. Richtig. Fabregas. Nein! Ja, aber mein geiler Puyol hält dich da auf. Ach, Kacke! Komm, was ruckelt gerade ein bisschen? Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht. Also, ich habe hier stehen 45 Frames, ich hoffe, das stimmt. Ich habe so Mikro-Ruckler. Bam! Scheiße war der. Oh, nee! Bam! Und der macht den rein! Alter! Bam! Und der Fabregas ist zu scheiße. Deswegen kann er den Jubel nicht. So. Alter, wie geil gespielt. 5-0. Und jetzt ist es vorbei für den Gegner. Ja, das wird so, wenn es so weitergeht in dieser Situation, wird das ein richtiges Schützenfest hier. Pedro. Nein, hol den dir. Nice. Also ich habe hier angezeigt 37 Frames, das sind bei mir definitiv nicht 37 Frames. Boah, wie geil gespielt und wie geil gemacht. Jubel, Biatch. Richtig geil.
Also falls ihr noch eins schießt, dann mache ich mal Zirkus. Das ist noch ein Jubel. Ich weiß nicht, ob der Zirkus heißt. Ich weiß nur, dass sie da immer ziemlich abgedrehte Sachen machen. Ziemlich abgedrehte Sachen. Fuck, ich hab Puyol rausgehört. Oh, der geht bestimmt rein. Alter, der war gar nicht schlecht, der Schuss. So, aber ich habe dann Puyol und ein Piqué in der Abwehr stehen. Das heißt, eigentlich dürfte da nichts passieren. Jawohl, Casillas hält ihn direkt. Das ist so übel. Das ist so übel, wie gut der Casillas ist. Ich habe übrigens, wer mein Pack-Opening nicht geguckt hat, lohnt sich anzuschauen. Nein, den... Fuck. Und zwar habe ich beim Pack-Opening zweimal Casillas gezogen. Richtig awesome. Nicht aufreißen. Nein, jawohl, Piqué, du Stück. Das ist nachlässiges Abwehrverhalten. Geil, Taste gespeichert. Zu meinen Gunsten. So, und jetzt. Komm, hau den Ball vor. Hau den Ball vor. Komm, komm, hau den Ball vor. Komm, komm, komm. Ja, und das ist kein Wunder und das ist natürlich auch einfach. Wenn es läuft oder es von Beginn an Scheiße. Der Ball, dann haben sich alle lieb. Na, oh, fuck, dann läuft er zurück. Stück. Bam, und wie geil gespielt einfach nur. Nein, dann macht er den nicht, weil er zu langsam ist. Scheiße. Meiner. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger und sofort profitiert. Bam! Nein! Nein, Scheiße. Das müssen wir tatsächlich so betonen, denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Okay, mein Jordi Alba ist deutlich schneller. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Lauf, lauf, lauf. So, jetzt zeige ich euch mal die epische Flanke von Pedro. Mit Ansage. Ja, bam! Scheiße, da stand leider jemand im Weg. Das ist ein bisschen doof. Wer hat aufs Tor geschossen? Wie oft hat er aufs Tor geschossen? Ich weiß leider nie bei Pedro, bei solchen Bällen wie gerade, weil der hat ziemlich hohen Flankenwert. Ich glaube, 84, 85, keine Ahnung. Oh ja, sicher! Ich weiß nicht, ob dir das bewusst macht, den Ball so weit nach hinten spielen. Nein, nein! Scheiße. Zum Grundrepertoire, das kann auch ein schöner Keeper. Ja, also wenn er den nicht locker aufnimmt, dann weiß ich gar nichts mehr. Nein, nicht aufreißen! Habe ich, mein Freund. Fuck, wer kriegt den? Aber Puyol, die geile Schnitte, wirft sich im Weg. Puyol, die geile Schnitte, wirft genau zweites Mal weg. Und dann kommt noch Fabregas. Wer regelt das alles? Ganz sichere Ballbehandlung. Auch die Pässe kommen wie am Schnürchen. Puyol wirft sich wieder einen Weg. Soldado. Das ist die Möglichkeit. So, jetzt kommt Zirkus. Ja, genau. Pfeift er da ab. Ja, okay. Ich würde sagen, ziemlich geil. 6-0 gewonnen. Schauen wir uns mal die Bewertung an. Also, es war deutlich gewonnen einfach nur. Tja, der Gegner sollte noch ein bisschen üben. Fitness ging auch gar nicht so runter. 36 Münzen, einfach weil ich so geil war. Jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken hier. Ja, da war ich einfach überlegen. Zwei Kämpfe. Ich 26, R4. Schussgenauigkeit 100%. Alter, krass. Einfach richtig geiles Team, wie ihr gesehen habt. Mein Team verständigt sich blind. 2 Spiele, 2 Siege in der Online-Season. Sieht ziemlich gut aus. Also Aufstieg habe ich auf jeden Fall schon mal. Vielleicht kriege ich ja den Titel, wer weiß. Sind ja noch 8 Spiele. Wie viel brauche ich denn? Ich brauche nur noch 2 Siege in 8 Spielen. Das denke ich, kriege ich hin. Genau, Leute. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt FIFA 14 Ultimate, ja, verkackt, Leute. Bis, tschüss.